Die erste Karte von dieser Challenge, das ist die Möwe mit Startklar. Ist der Beginn meiner Reise. Ich habe Sachen, Ereignisse, Gefühle, Personen, Schwierigkeiten, tolle Sachen. Also ich denke über etwas nach. Ich habe aber dann einen Fokus, alles im Blick haben. Das ist die zweite Karte. Ich will ja was lösen, ich will was verarbeiten. Irgendwas, was mich schon länger beschäftigt oder aktuell aufschlägt. Dazu begleiten mich Krafttiere. Kann auch andere spirituelle Guides sein. Das ist ja nur eine Stellvertretung dafür. Das heißt, ich meditiere oder ich hole mir einen entspannten Moment. Auf alle Fälle entschleunige ich mich. Ich genieße die Stille. Ich habe einen Ort, wo ich mich wohlfühle und mich zurückziehe, um dann, je nachdem, auch ein Change History, kann man sagen, ne? Was ist in meiner Vergangenheit passiert, wo wiederholen sich die Dinge? Dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, mir auch visuell eine Situation zu erschaffen, die eine Lösung herbeibringt, indem ich Unterstützung hole, entweder spiritueller Art oder auch von verstorbenen Personen oder von lebendigen Personen, die ich mir dann halt visualisiere und sage, hilf mir bei dieser Situation, Change History. Aber dazu brauche ich einen Wohlfühlort, damit ich mich auch emotional stabil fühle. Ich kann mich treiben lassen. Ich kann einfach sagen, okay, die Gedanken ziehen vorbei. Ich finde vielleicht das an Unterstützung, die ich früher nicht bekommen habe und kann in mir selbst ruhen. Dann bekomme ich auch dann einfach so ein Grounding, eine Basic, um einen klaren Kopf zu bekommen. Ich kann meinen inneren Reichtum entfalten, die Märchenwelt entdecken hier mit der Karte. Sehr schön. Da ist auch die weibliche Energie dargestellt, eine kleine Statue, die Wasser ausgießt. Also in dem Fall, ne, ich gucke auf meine Gefühle, was bewegt mich, was treibt mich an. Und wenn ich mich beschützt und geborgen fühle, dann bin ich auch wieder tiefenentspannt, dann habe ich den Blick auf das, was mich antreibt. Wo sind meine Ziele, meine Visionen, meine Wünsche, meine Bedürfnisse? Und welche Intuition habe ich? Also dadurch, dass ich mich zurückziehe, mir Unterstützung hole, in die Change History gehe, kann ich dann vielleicht meine Intuition, meinen Seelenrat holen. Ich kann Möglichkeiten erkennen und ich schaffe mir auch neue wieder Möglichkeiten, Brücken, Hindernisse zu überwinden. Ich kann in mir Neues entdecken. Hier vorne ist ein Labyrinth auf dieser Karte. Das heißt, man hat ja ganz viele Optionen, ganz viele neue Multiversen, die ich betreten kann, aber dazu will ich ja das passende Universum rufen. Also heißt es ja, wie am Anfang, alles im Blick haben, wo ist mein Fokus? Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also, offen sein für Wandel. Ich senke mein Schild des Widerstandes, meine inneren, ne? Dass ich auch sage, zulasse das, was mir gut tut oder was ich möchte, lasse ich zu. Ändere meinen Blickwinkel. Und dann auch so sagen, Intuition folgen, ich entscheide weise, gehe auf vielleicht auch mich zu, auf andere zu oder auf der Situation zu, nutze dann diese neue Energie, weil es bringt neue Energie. Wenn ich alte Sachen auflöse und heile, kann vorangehen. Die ganzen Sachen werden einfach an einem Wohlfühlort oder durch die Naturelemente weggepustet. Ich kann einfach weitergehen, je nachdem habe ich auch wirklich gute Freunde, mit denen ich auch immer solche Sachen beratschlagen kann. Man trifft sich, man macht einen sozialen Austausch, wie denkst du darüber? Manchmal ist man auch in seiner Denkschleife und man kann dann gemeinsam, ist okay, ne? Shit happens, jetzt Krönchen zurechtsetzen und wir gehen weiter. Ich habe hier Drachenenergie nutzen, die Karte finde ich wunderschön. Das heißt auch Drachenenergie, ich kann mich in Drachenmeditation machen, ich kann aber auch Drachenenergie, es ist eine aktive Yang-Energie. Ich kann mich aktiv in mein Leben einfach einbringen. Ich bestimme das, ich gestalte es. Ich bin der Captain meines kleinen Schiffes. Gleichzeitig auch wissen, meine Ahnen haben Ressourcen. Ob das jetzt, sagt man, gute Ahnen oder schlechte Ahnen, gibt es nicht. Sie sind Ahnen. Sie haben uns das mitgegeben. Und das kann ich nochmal in der Zeremonie anerkennen. Jede Ahne hat seinen Platz.
Und wenn ich sage, jeder Ahne, also die Frauen gehen auf die Seite, die Männer da, alle Brüder, alle Geschwister, sonst was, gehen auf ihren Platz, dann kriege ich meinen Platz und ich bin neu ausgerichtet, kann Hindernisse überwinden. Am schönsten ist, die Meeresmagie wirken zu lassen, weil die Natur, Wind macht die Aura frei, Meer hören auch, beruhigt, Wasser steht für die Gefühle, ich kann mich der Freiheit öffnen, ich kann mich öffnen, ich kann mein Bewusstsein öffnen. Also, nehm an einem solchen Ort, ob das ein See ist, ein Bach ist, weil man nicht direkt am Meer wohnt, nimm Platz und träume. Vertraue dir und dem Fluss des Lebens. Fühle die Leichtigkeit. Dann geht es um Spaßbau, Spaß haben, Sandbogen bauen. Natürlich, man kann basteln, malen, kreativ sein, singen. Und ich bin neu durch meine Challenge und feiere das Leben. Das ist das Fazit. Das ist die Botschaft dieses Setes. Ne? Ich habe eine Challenge. Ich erkenne, was ich in der Vergangenheit habe, dass ich das ändern kann durch meine Perspektivenänderung. Ich kann mich entscheiden für mich. Ich kann mich mit anderen gemeinsam auch, die authentisch sind und ehrlich sind zu mir, entscheiden, was mache ich. Und dann nochmal Elemente spüren, barfuß laufen, erden, auszeiten und dann einfach wieder neu in die Welt gehen. Super Set.